Ein herzliches Willkommen und hallo zu diesem wunderschönen Stammparadies. Ja, Rokuro, ja, hol erstmal den Sack rauf, sauf dich wieder zu Tode, so wie wir dich kennen und lieben. So, lala, wir sind hier eigentlich in einem wunderschönen, idyllischen Ort, aber idyllisch sieht es bei unserer Kampftruppe natürlich niemals aus. Beim letzten Mal, diese Explosion, perfekt, Mann, so mag ich das doch. Beim letzten Mal sind wir hier angekommen in diesem wunderschönen Ort und wollen hier gerade Grimoire aufsuchen. Das ist hier die Freundin von der werten Miss Magilu und wir hoffen, dass sie dieses Buch übersetzen kann, was wir gefunden haben schon vor langer, langer Zeit, schon eine Weile her, dass wir hier in der Hauptstadt waren. Beim letzten Mal haben wir aber hier gesehen, wie Oscar und seine werte Schwester Theresa hier waren. Und die sind natürlich zwei mächtige Exorzisten und ich hoffe, wir werden ihnen nicht nochmal begegnen. Jetzt schauen wir mal, was es hier noch für schöne Dialoge gibt und dann hoffentlich finden wir Grimoire. Aber erstmal schauen wir mal, was hier drin ist, oder? Kann ich da rein? Nicht. Ja, okay, Lady Theresa da, Lady Theresa dort, ist mir doch wurscht. The people of Southgand originally worshipped Amanuch, the Empyrean of Water. The lives of the people of the Southern Isles are inherently tied to the sea. Whether it was gratitude for a good catch or an appeal for protection, everyone offered their prayers to Amanuch. But the Abbey worships Innominat, don't they? Do the people still keep their faith? Most of the people obey the will of the Abbey. But one small village deep in Southgand is a special case. The village is called Haria, and even now they keep their faith in Amanuch. They've even quarreled with the Abbey. I'm grateful that they fight off the demons. I really am. But do they have to dictate which gods we worship to? They think they do. It's their truth. Then again, they can't control what's in your heart, can they? So ist es doch, Rokuro. Und dich kann eh niemand stoppen. So, lala. Beim letzten Mal ging hier auch wieder ein wenig die Diskussion los, ob unsere gute Mrs. In unserer schönen Party eine Verräterin ist. Wir wissen ja im Endeffekt, dass sie eine Verräterin ist. Ich meine, ja, wir haben ja den Dialog mit Artorius ja gesehen und mit seiner sprechenden Kugel da hier von Mecho. Aber manche von uns, und damit meine ich natürlich den guten Lafayette, wollen das immer noch nicht glauben. Nun gut, schauen wir mal. Hier scheint es doch weiterzugehen, oder? Was hast du denn zu sagen? Oh, du hast da einige Tränke des Lebens und... Hä? Sind es Puppen? Oh, süß. Hey, this doll? It looks like Bienvu. Ah, a keen eye you have, young man. That is a doll of the Empyrean Amanuch. That's... Empyrean Amanuch? Yep, no doubt about it. I've seen her with my own eyes. Real dignified, but not without a bit of a temper. You saw her? Why was she angry? Well, the Abbey's banned any profession of the Amanochian faith in Southgand, despite her popularity. Gotta assume that's what got her all bent out of shape. I tried talking to her, but no matter what I said, she was just like... Oh. Wait, that sounds like... And that low-energy goddess you saw? The doll you've got here looks like her? Yeah, more or less. Ha! Fortune smiles upon thee, weary adventurers. That listless goddess is none other than Grim. Grimoire isn't human? When did I ever say she was? So, shopkeep, where'd you see her? I think it was down by McClear Beach. Pensively watching the tide come in? That's her, all right. Quickly, to the beach! Why... Ihre Freundin ist ein Imperiat. Okay. Oh, endlich! Pfirsichsilés. Das hat jetzt ziemlich lange gedauert, bis wir endlich Pfirsichsilés freigeschaltet haben. Verdammt lange. Aber okay. Luffy. Jetzt müssen wir hier mal schauen. Was haben wir denn offen? Okay, kauf mal. Ja. So, und das nicht. Nee. Nee. Ah, na. So, immer die Qual der Wahl, Mann. Ich habe also wenig Geld. Jawohl. Ah, eigentlich sind wir gerade ziemlich gut. Ich hätte eigentlich am liebsten gerade Wasserabwehr, weil ich werde jetzt kommen ganz viele Wassergegner. Aber nur gut. Dafür langt es mal wieder nicht. So, Ausrüstung.
So, wo sind denn hier diese schönen neuen Karten? Genau, hier hast du wieder was Neues zum Spielen. Hier kriegst du auch noch einen Fluribeutel. Was bist du eigentlich mir? So. Ja, die sehen ja scheiße aus, Mann. Die sehen einfach cool aus, Mann. Die Dämonen klicken. Frag mich, was unserem guten Schmied Kurgana eigentlich geworden ist. So, Suche am Strand von Macke nach Grimorf. Okay, gut. Liebe Karte, wo muss ich hin? Das sind so viel über Unterhaltung noch. So. Schauen wir uns mal um. Ich würde eigentlich gerne die Unterhaltung hier noch haben, die schön... Die sind ehrlich gesagt ziemlich interessant teilweise. Schön, haben teilweise immer was mit der Hauptstory zu tun. Manchmal sind sie auch einfach nur lustig. Oh! Die Pinguine war es doch, oder? So hießen die doch, die. Nicht Pinguine, Pinguine haben wir doch beim letzten Mal hier gesehen. So, Seele wieder mitgenommen. Und dort haben wir eine weitere Unterhaltung. Also, Bienfus, wahrscheinlich, ich wette, die Göttin hatte irgendwas mit Bienfu zu tun. Und wahrscheinlich ist Bienfu irgendwie ihr Bruder, Freund oder irgend sowas. Und am Ende werden sie dann zusammen endlich mal hier Magilu bezwingen. So, ich habe keine Ahnung, wo hier die Unterhaltung stattfinden soll. Finde ich ein wenig schade. Aber dann halt nicht. Ja gut, dann schauen wir uns hier mal am Strand um. Ob wir hier was finden. Ja nicht. Hier auch ja nicht. Oh, süß. Können wir wieder diese Spielchen machen. Aber gerade haben wir keine Zeit dafür. Wir sind hier in einer wichtigen Mission und können hier nicht mehr diese schönen Spielchen machen. So, beim letzten Mal hatten wir übrigens auch mal diese verdammt lustige Unterhaltung. Wer bist du denn? Ich bin Himiko, die jüngste Tochter der Charakterkartenfamilie. Prinzessin Karten mag ich am liebsten. Lass uns zusammen spielen. Ja, okay. Ziel ist es, passende Kartenpaare zu sammeln und Wertungssets zu halten. Beginne, indem du eine Karte aus einem Blatt erwählst und sie auf dem Feld ausspielst. Passt die Farbe zu der Karte, die auf dem Feld liegt, kannst du beide Karten in deine Wertungsstapel aufnehmen. Wenn nicht, bleibt deine Karte auf dem Feld. Ziehe dann eine Karte, lege sie auf das Feld und fahre fort wie zuvor. Damit ist der Zug beendet. Jede Karte gehört zu einem Wertungsset, das durch das Symbol unten rechts auf der Karte angezeigt wird. Wertungssets bildest du durch das Sammeln einer bestimmten Anzahl von Karten aus dem jeweiligen Set. Die aktuelle Anzahl der einer Karten eines Sets ist am rechten Bildschirmseite. Okay. So. Hast du das Set vervollständigt, kannst du die Runde beenden und Punkte für das Set erhalten. Du kannst die Runde auch fortsetzen, aber dann kannst du sie erst beenden und Punkte erhalten, wenn du ein weiteres Set komplettiert hast. So kannst du mehr Punkte scheffeln. Aber du riskierst auch, dass dein Gegner sein Set zuerst voll bekommt und Runde für sich entscheidet. Wähle Wertungssets, um die Sets mit ihren Wertungen und benötigten Anzahl anzusehen. Sieger ist der Spieler nach 3 Runden die meisten Punkte an. Oh, Leute, Mann, der Sieger hält Taze mit mir. Ja, das sehe ich schon. Das wird genauso gut laufen wie Gwent in The Witcher. Okay. Oh, ich habe ein Lloyd. Ich kann nicht verlieren, ich habe ein Lloyd. Es werden neue Karten ausgeteilt. Daher weiß ich 4 oder mehr Karten mit derselben Farbe auf dem Feld oder dem Blatt deines Spiels. Was? Hey, ich hatte aber einen Jude. Oh, jetzt habe ich ja Mila. Mila, okay. Also. Okay. Ich spiele eine Mila aus. Mila! Rowan, Elvin, damit kann ich gar nicht verlieren, Mann. Mila und Elvin. Zack, Mann. Ich nehme meine Taser Sealer Karten. Was? Das ist natürlich nicht gut. Oder wartet? Ich glaube, man versteht, dass ich keine Ahnung habe, wie das genau läuft. Aber das ist schon okay. Okay. Wieso? Ich verstehe es nicht so ganz. So. Egal. Okay, und jetzt kann ich hier noch eine Karte spielen. Okay. Sehr gut, jetzt haben wir mal Glück gehabt. Das sind irgendwelche Charaktere, die ich nicht kenne. Das ist langweilig. Ich habe doch mehr Karten als sie, oder? Bilde ich mir das ein. Oh, ich kann nichts mehr spielen. Ah, scheiße. Naja, spielen wir die. Nehme ich ein Asper. Oh, das Asper und Sharia. Sehr gut. So, jetzt muss ich Glück haben. Sehr schön! Jubi! Und Elvin, Mann. Malik meine ich. So. Meins. Treffer Vendetta. Habe ich eigentlich immer noch nicht gewonnen? Nur fortsetzen.
Wieso hab ich nicht abgebrochen, Mann? Hätte ich abgebrochen, hätte ich doch gewonnen. Scheiße. Ja, und jetzt lass ich noch anfangen. Das ist aber schon wieder alles beschiss, Mann. So, nein, ich nehme meinen Taste of Celia Stapel, Mann. Ihr könnt es mir doch alle. Meine Mila, Mann. So. Okay, ich verstehe so langsam. Ich kann zwar noch nicht. Das ist so ganz, aber ist schon okay. Alter! Ich ziehe aber auch immer hässliche Karten, Mann. Jetzt seid's mir nicht. Ja, komm schon! So. Verliert trotzdem wieder. Alter. Alter! Ja, komm. Kein Bock mehr. Scheiß Spiel. Nein, fahr zur Hölle, du kleines Miststück, Mann. Scheiß Kartenspiel, genauso wie Gwent, Mann. Überfordert mich. Ich hab's schon verstanden. Aber irgendwie, das bringt mir auch nichts, wenn ich einfach scheiß Karten anziehe, Mann. Da ziehe ich immer Karten, Mann. Sieh, da Kombi. Und ich? Und ich? So, Start von Marquis. Jetzt gehen wir da hin, wo ich es lieber mag. Keine Zeit zum Reden, Mann. Hier kommen die Nagers, Mann. Oh, diese Drecksviecher, Mann. Die kenne ich aus. The Terror. Ihr trefft mich nicht, Mann. Aua. Weg. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Dämonen Rage machen. So. Das war sehr schön, Velvet, Mann. Hau aus dem Bildschirm raus. Okay, die Gegner sind ja... Jetzt wollte ich eigentlich das Level noch schnell nachschauen. 445 Erfahrungspunkte gibt es da. Naja, gibt schon Besseres. Niemals zusammen habe ich sie bekommen. Aber egal, der bauern wir ein bisschen, dann geht es schon. So, welches Level... 28, dürften ziemlich auf unserem Level sein. Wie sie immer so schön schreit, der wow, Mann, das ist so cool, Mann. Okay, Leute, es läuft ja eigentlich ziemlich gut, Mann. Mal ein paar Worte zum Kampfsystem. Tales of Cesteria hat ja im Endeffekt ein sehr ähnliches Kampfsystem wie, Berseria hat ein sehr ähnliches Kampfsystem wie Cesteria, das eben hatte. Aber, macht es halt ein wenig... cooler. Bam! Immer mit seiner schönen Münze. Ich persönlich finde immer noch, Xillia ist das beste Kampfsystem. Ich meine, jedes Tales, also mit Ausnahme von Symphonia, Hearts, eben die älteren Tales und wie gesagt dann halt noch Hearts, spielen sicher auf eine Art, muss man ja so sagen. Das ist natürlich, dass da 3D noch nicht so ganz so war und auch in Symphonia hat man ja auch kein richtiges 3D-Kämpfen. Also wie beschreibe ich es am besten? Zuvor war halt ein wenig anders noch vom Kämpfen her. Man, wie eben dann auch die alten Tastes gemacht haben, man war, ist eher meistens auf einer Linie gestanden und ist eben auf den Gegner zugelaufen. Was einfach daran lag natürlich, dass man noch nicht so 3D-versiert war. Ganz logisch eigentlich. Langweilt mich richtig. Immer kontern, abwehren. Und dann noch solche miesen Aktionen. So, und das war ganz einfach, es war gut, Symphonia hat soweit funktioniert, aber es war dann noch nicht ganz so gut. Persönlich finde ich immer noch, Xillia war einfach das Beste, Mann. Da hat einfach alles so funktioniert. Dieses schönes Active Time Battle? Na, warte, Active Time Battle war was ganz anderes. Egal, zumindest dieses schöne Kampfsystem, was es ja im Endeffekt in Taste gibt, ist ja immer, alle unsere Charaktere steuern sich in Echtzeit. Man muss aber einfach sagen, dass es in Symphonia einfach deutlich langsamer einfach war. Wie gesagt, es war alles noch ein wenig gemächlicher, das ganze Kämpfen. Hier ist es dann deutlich schneller, man ist schneller, die Gegner sind schneller. Sehr gut. So, das Level hat jetzt 31, okay. Aber wir kriegen auch echt keinen Daumen. Müssen wir schauen, ob ich irgendwelche Blitzattacken oder so habe. So, was mir eigentlich an Xillia im Kämpfen so gut gefallen hat, war dieses wunderschöne
verlinken, Mann. Ich fand, es war eine sehr schöne Idee, Mann. Man hat einfach immer Charaktere sich ausgesucht. Man konnte halt immer anders kämpfen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eher offensiv machen kämpfen wollte, dann habe ich mich mit Alvin verlinkt. Dann konnte man ihm schön draufhauen. Man hatte aber auch gleichzeitig mit seiner coolen Pistole immer so Fernkampfwaffen. Wenn Mila und Jude sich immer so verbunden haben, also im Endeffekt die Hauptcharaktere, dann hatte man immer so entweder Mila eben, die immer schöne fette Artis ausgehauen hat, oder Jude, der einen geheilt hatte. Das hat einfach sehr gut funktioniert und war halt unglaublich dynamisch. Und dazu gab es halt das, was ich was es halt leider nicht mehr gibt, ich verstehe auch nicht mehr wieso, dass man alle Charaktere während des Kampfs ein- und auswechseln kann. Zestaria hat es mit seinem. Hat es zwar auch gehabt, dass man eben seine Servers auswechseln kann, und auch hier ist es ja auch so, dass man Charaktere auswechseln kann, aber es ist halt schon wieder immer an diese Bedingung geknüpft, dass man hier seine AZs, nicht seine AZs, aber diese Punkte eben abgeben sollen, wo wir gerade 5 Punkte haben. Es ist schön, dass es es wieder in einer Art gibt, aber ich fand es halt in Xelia einfach so schön, weil du wurdest einfach nicht bestraft. Du hast einfach, zack, oh, jetzt sieht es nicht mehr so gut aus, dann wechselst du einfach nichts. Nein, das hat einfach so gut funktioniert, es war halt, hat einfach so immer geflutscht. Man musste sich nicht immer vor einem Kampf auf einen Gegner vorbereiten. Man konnte im Kampf herausfinden, was Gegner für Stärken und Schwächen haben, und man konnte darauf reagieren, was einfach ziemlich cool war und einfach wunderbar toll funktioniert hat. Sodala, und dann zu Zestaria, was einfach an Zestaria nicht gut war, nämlich ganz einfach die Tatsache. Kommt her. Alter, jetzt habt ihr eine Geschwindigkeit, meine Freunde. An Zestaria war einfach das große Problem, dass die Kämpfe sich einfach sehr in die Länge gezogen haben. Gegner hatten einfach unglaublich hohe Levelbalken. Alter, wie oft haut der denn mit dieser Art aus? Das war vor zwei Minuten, Mann. Willst du mich hier blamieren oder was? Denkst du, bist der Einzige, der mit dieser Art aussagen kann hier? Eisenmann, du denkst immer hier, du bist der Anführer in unserer Truppe, Mann. Aber hier. Ich bin hier Anführer, mein Freund. So. Na, jetzt bist du erstmal verwirrt. Das sieht immer so lustig aus bei dir. Und Zestaria, wie gesagt, hatte immer das Problem ganz einfach, dass die Kämpfe sich halt immer sehr lang hingezogen haben. Man konnte nicht richtig schön kombinieren, außer man hat sich halt mit den Seras verlinkt. Das war dann immer ziemlich cool. Man hatte dann hier diese, man konnte sich verbinden, und dann konnte man eben auf spezielle Kräfte immer zugreifen. Ich meine, ihr kennt ja sicher alle Zestaria. Und das hat auch soweit schon funktioniert, aber das Problem war einfach darauf, wenn man sich verlinkt hat, dann hat er einfach einen Charakter im Kampf gefehlt. Und da kommen wir wieder zu dem alten Dilemma, was jedes Tay-Spiel hat. Ich sage jetzt nicht Dilemma, weil es fällt dir im Normalfall nicht auf. Dass das Spiel darauf ausgelegt ist, dass 4 Mitstreiter im Kampf sind. Normalerweise 2, die angreifen, einer, der heilt, und einer, der so Magie macht. Das alte Prinzip, ein... I don't see how someone so different can be a Moloch just the same as Lafayette or Aizen. I understand your doubts. It's quite the tangly mess. I'll tell you anything! In that case, I've been wondering, what's underneath your hat? Oh no! Anything but that! So, we've hit a wall already. But that ribbon flaps around and gets in the way, right? Could I take it off for you? No! No! That's not possible! You mustn't remove the ribbon! Why not? That's another thing I can't say! It's all cans with you. All right, is there anything you can tell me? I could talk about what type of Malakim we are, or our position in the world of Malakim, or our abilities. Oh, I'd like to know all that. Then I will tell you. Listen closely. We Norman are a well-established race of Malakim. Compared to other Malakim, we aren't as adept at manipulating natural forces, but we excel at drawing out and heightening the abilities of others. Think of them as a convenient power-up. They're also known as common spirits. Don't even say that! We Norman hate being called that. Why is it so painful for you? Because it makes people think we're average and unremarkable. That's why we work so hard to show how we're all different. That does explain your quirky speaking mannerisms. Don't sweat it.
That's a perfectly common thing to worry about. Don't say that! Roku, hast wieder schön hier den Ambient fertig gemacht, Mann. Sehr gut, aber. What are those penguins doing? Probably keeping their eggs warm. Most likely. They look like a mama and a papa. Penguins are monogamous, faithful creatures. They never leave their mate. Isn't that romantic? So they lay eggs because they're like husband and wife. But how do they make the eggs? That's... well... So, Luffy said, here's an interesting fact. A single penguin egg actually contains dozens of smaller orange eggs. Oh, so their eggs must be small and crunchy. Yep. They have the texture of caviar and the rich flavor of sea urchins. Interesting. So they're more like fish than birds. So you've eaten them. How cruel. Look how much they care about their young. While it may be a bit cruel, they taste amazing. They're considered a delicacy in some circles. Top a bowl of rice with these crunchy eggs and some rich penguin thigh meat, and you get a dish called family fricassee. That's a horrific name. I wasn't the one who named it, okay? Those eggs look tasty, but I think I'll pass. So, lala. Gut, unser Ziel ist es, wie gesagt, jetzt hier erstmal hier diesen Wassergott zu finden, Mann, und ich finde es super cool, Mann. Wie er den armen Bärenfeuer gemobbt hat. Der Bärenbär hat, der tut mir irgendwie am meisten leid, eigentlich, von unserer schönen Party. So, lala. Aber Mila hat schon eine interessante Frage gestellt, Mann. Wieso hat er immer diesen Zylinder hier weg, Mann? Und wer hat ihm diesen Zylinder gegeben? Vielleicht ist es so eine Fessel vom Magilu, Mann. Damit sie ihn immer ausfindig machen kann. Und ich würde bei Magilu eigentlich nichts mehr wundern. So, noch zwei, drei Worte zum Kampfsystem. Sistero, wie gesagt, hatte immer dieses Problem, dass wenn man sie verlinkt hat, die Charaktere immer einer weniger waren. Und umso weniger Charaktere man war in einem Spiel, in einem Pay-Spiel, umso schwerer wird das Spiel. Weil das Spiel sagt ja dann nicht, dass da jetzt nur halb so viele Gegner kommen. Dann haut es einfach genauso viele Gegner aus. Die Bosse werden härter, alles wird härter. Und das war halt ziemlich doof. Berserker macht es schön, dass man Charaktere wechseln kann, auch wenn man immer in diese Bedingung geknüpft ist, dass man da einen Punkt abgeben muss. Aber das ist ertragbar. Genau so wollte ich das. Aber es funktioniert, Mann. Und es ist ein bisschen anders, weil es ist ja auch, wie gesagt, das erste richtige PS4-Tales-Spiel. Ich meine, Zestiria erschien halt einfach noch. Was war denn das? Eisen, weißt du das? Das ist eine coole Aktion. Das Problem halt ein wenig an. Cooler Typ, Mann. Das, was halt immer ein bisschen eingewöhnungsbedürftig war eben, dass Berserker sich ein wenig unterscheidet von den anderen Tales-Spielen, ganz einfach durch die Tatsache, dass man nun nicht mehr so wie in allen Tales-Spielen, also wirklich allen, egal ob alte, mittlere oder jetzt außerhalb, wie gesagt, das neueste, immer so aufgebaut waren, dass man mit der schönen X-Taste angreift, mit der Kreistaste Artis macht, mit Viereck blockt. Das hat es alles ein bisschen auf den Kopf geschmissen und jetzt alles noch ein wenig neu gemacht. Das muss man nicht mögen. Aber persönlich, es funktioniert. Und es funktioniert sogar verdammt gut, Mann. Komm, tauch auf. Dankeschön. So, weil das Kämpfen... Ach, komm. Das ist jetzt echt mein AP gleich mal zum Anfang des Kampfes geklaut. Das bereust du. Die Attacke ist so geil, Mann. Und Leute, es funktioniert so... Es funktioniert aber trotzdem gut und ich hatte in dem ersten Part echt einige Eingewöhnungsmomente. Aber Leute, es funktioniert. Es wundert mich selbst, Mann, wie gut es funktioniert, Mann. Schön unterschiedliche Attacken auf die einzelnen Kombis drücken, auf die einzelnen Tasten drücken, eben 4, Kreis, Eck und X. Es funktioniert, es sieht bombastisch aus, Mann. Und jetzt kommt ein Special Encounter. 37, alter Falter, Mann. Gar nicht überpowered, oder? Gar nicht überpowered, oder? Kann man die töten? Kann man nicht, okay. Alter. Wir hatten schon einmal einen fatalen Gegner, Mann. Das war dieser Gorilla da.
Zack! So macht man das, Mann. Komm schon, Leute, Mann. Kriegen wir hin, oder? Alter, okay, oder auch nicht. Rokuro. Oh, Eisen hat auch ziemlich wenig Leben. Diese scheiß Statuskrankheit, Mann. Ich pack das nicht mehr. Was ist los? Jetzt geht's wieder, okay. Ich habe eh nur noch ein AP, Mann. Ich kann eh so gut wie nichts mehr machen. So. So, ich muss Lafayette erstmal heilen. Rokuro wechsle ich jetzt aus, wenn es ganz dringend kommt. Ich kann ihn nicht auswechseln. Ach, er hat kein AP mehr. Rokuro, Mann. Jetzt geht's. Okay, sehr gut. Okay, es hat ihn immer viel Leben, Mann. Linienstecher. Verdammt stark, Mann. Verdammt stark, Mann. 1000 Erfahrungspunkte. Boah, Leute, Mann, das war ein harter Gegner. Aber dieser Gorilla beim letzten Mal, der war um einiges stärker. Also, dagegen war der echt ziemlich akzeptabel. Okay, haben wir das auch geschafft. Und nun sieht es so aus, als wenn wir hier mal eine neue Unterhaltung haben, oder? Ist das... Grimoire? She's moving away. So, bevor wir jetzt aber gegen diese Giftechse kämpfen und dann hier mit der Wassergöttin uns unterhalten, machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Let's Play Tales of Berseria. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.